Karl M. befand sich mitten in seiner Midlife-Crisis. Innerhalb von 2 Wochen hatte er Frau und Kinder verlassen, sich im Fitnessstudio angemeldet und seinen ersten One-Night-Stand mit Erika Grunenberg gehabt. Er hatte sie im Friseursalon kennengelernt, als sie ihm seinen neuen hippen und jungen Haarschnitt verpasste. Danach hatte er sie auf einen veganen Smoothie eingeladen. Sie hatte zwar etwas viel auf den Rippen, aber er dachte sich, sie wird ja nur die erste von vielen. Man kann sich ja noch steigern. Also nahm er sie mit zu sich in seine kleine 3-Zimmer-Wohnung, die er sich mit einem Kunststudenten teilte. Dort gönnte er sich hart, wie dieser jetzt sagen würde. Nachdem er sie also ohne Frühstück vor die Tür gesetzt hatte und sein Mitbewohner ihn mit einem High Five zu seinem ersten Erfolg beglückwünschte, wurde ihm schlecht und er kotzte den veganen Smoothie im hohen Bogen auf die Birkenstockschuhe seines Mitbewohners. Als er mit einem Lappen den Boden aufwischte, fiel ihm auf, was er selbst für einer war. Midlife Crisis over. Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zu einem neuen Latecast hier bei Sick Enterprises im Jahr 2017. Krass, wir sind wieder da. Und ich habe jetzt einfach mal so ganz keck habe ich das Intro einfach mal so aus dem Stegreif gemacht. Bam. Es war tatsächlich auch nicht so viel zu merken, so dass es ohne jetzt nicht aus dem Stegreif ging. Große Furore. Ja, wir müssen ja noch. Weil das ja der erste Latecast dieses Jahr ist und eigentlich das erste richtige Video dieses Jahr. Frohes neues Jahr. Ja, oh, ne? Toll. Oh ja. Am 9. Februar. Frohes neues Jahr. Ja. Auch von mir. Ja. Hm. In der Tat. Ja, ein neuer Latecast. Es ist mal wieder zu weit. Ich stelle mir den Timer für die erste Session. Ja, es ist mittelmäßig spät. Es ist 8:30. Ungefähr. Für mich ist es tatsächlich irgendwie spät, weil mein Schlafrhythmus umgestellt ist wieder. Ja, weil ich gestern sehr früh ins Bett gegangen bin, um 9, glaube ich, tatsächlich, ja. Also tatsächlich ist gestern ehrlich gesagt so gewesen, dass wir gestern diesen Latecast aufnehmen wollten, dann ich mir gedacht habe, so, oh, jetzt ist es gleich soweit, aber du kannst ja noch eine Runde Overwatch spielen, dann gucke ich auf die Uhr, es ist schon spät. Und dann schreibt er, ja, ich bin eingeschlafen. Oh, what a surprise. Das war tatsächlich relativ behindert. Du hättest ja auch mich anschreiben können, ja? Erstens, als ob das was geändert hätte. Und zweitens habe ich mir gedacht, so, okay, weil ich war irgendwie echt fucking müde. Und habe mir gedacht, okay, ich stelle mir jetzt den Wecker und döse ein bisschen. Und da ich ja, also ich... Für sowas wie Wecker stellen oder Leute anrufen benutze ich ja persönlich immer sehr gerne die tollen virtuellen Assistenten. In meinem Fall die dich immer enttäuschen. Siri. Und deswegen habe ich gesagt, wecke mich um 9. Und sie hat mir einen Wecker um 9 gestellt. Blöderweise halt leider um 9 Uhr früh für den Folgetag. Ich hätte wohl sagen müssen um 21 Uhr. Und folglich bin ich natürlich nicht um 9 Uhr aufgewacht, sondern erst um... Ich glaube, 22.30 Uhr war es oder so. Ja. Und dann haben wir es irgendwie auch nicht mehr gemacht. Und dann bin ich einfach tatsächlich direkt ins Bett gegangen. Weil ich mir gedacht habe, bis ich jetzt wieder aufstehe und dann ist alles scheiße. Und bla, man merkt, du führst dein Leben auf der Überholspur. Ja. Ich weiß nicht, das ist echt fucking ermüdend, so wenn man längere Zeit immer in diesen scheiß Bildschirm reinstarren muss, so von der Arbeit aus, ist wirklich tatsächlich faszinierend, dass man irgendwann freiwillig relativ früh ins Bett geht. Ja. Mhm.
Nein, Schlaf wird überbewertet. Schlafen kann man, wenn man, ne? Ja. Alt ist. Deswegen bin ich auch immer so müde. Ja. Alt und weise oder so. Nee, also ja, noch nicht. Also gut, theoretisch sage ich ja immer, ich bin zu alt für diesen Scheiß, was ja auch irgendwie stimmt. ja. Und dann realisiert man wieder, dass Leute, die 2000 geboren sind, jetzt bereits 17 sein können. Das ist tatsächlich weird. Ziemlich krass. Man denkt sich dann immer so, what the fuck? Nächster sind die volljährig. Ganz mal krass, oder? Naja, egal. Oh, wow. Ich habe mir eigentlich tatsächlich sogar Sachen aufgeschrieben. Ich auch. Diesen Latecast. Ja, wer will denn, willst du anfangen? Mir ist es egal. Wie du willst. Ja, dann fange ich jetzt einfach an. Oder bist du okay, du? Denn es gibt natürlich das Standardthema, was aktuell durch alles geht. Nicht Trump. Natürlich. Fuck. Aber nicht, ich will mir jetzt nicht stundenlang darüber aufregen, wie scheiße er ist, weil das ist klar, es ist ein dummer Spasti. Sondern ich fand es, da haben wir auch schon in der WhatsApp-Gruppe drüber diskutiert, halt einfach ziemlich cool, was da in den USA für demokratischer, krasser Schissel abgeht, yo. Ja. Voll crazy. Und ich habe mir so gedacht, so, boah, wow, die schreiben voll Geschichte, Women's March und so. Erinnert man sich irgendwann vielleicht nochmal dran, wenn das ganze Land auf die Straße geht. Ja. Ja, schon ziemlich krass. Das fand ich halt schon cool. Trump ist. Ich kriege auch immer, wenn ich dann diese Drohnenaufnahmen sehe von Washington, wo dann alle da rumlaufen mit ihren Schildern und ganz schön wütend sind, kriege ich irgendwie immer so fast schon Gänsehaut, wie krass das ist. So, das ist so voll der bigger purpose und shit. Na, ja. Egal. Ja, Trump ist faszinierend. Trump ist, Trump versucht, oder man merkt irgendwie, dass er, glaube ich, denkt, er würde immer noch ein Unternehmen führen. Oder keine Ahnung, vielleicht denkt er auch gar nicht. Das ist auch relativ. Ja, er hat schon, also erste Amtshandlung war ja erstmal sowieso Raketenabwehrsystem gegen den Irak oder Iran, Irak glaube ich eher, so, ja, die werden uns morgen bombardieren, time to do that now, right now. Ja, er arbeitet halt wirklich wie so ein Unternehmenschef so seine To-Do-Liste ab, hat er irgendwie so, keine Ahnung, Pipeline. Ohne Überlegung, so, ja, okay, erledigt, was steht noch an, okay, erledigt. Dann will er noch irgendwie, das habe ich jetzt gestern gesehen. Nebenbei scheinbar immer noch genug Zeit, einfach direkt auf jeden Tweet zu reagieren, der ihn erreicht. Boah, vor allem ist das so, das geht mir so, dieses Getweete. Es ist so unüberlegt. Es gibt eine Schauspielerin, die sagt, dass sie also relativ sogar noch objektiv versucht darzustellen, dass sie das kacke findet. Ja, eigentlich hätte sie selbst auch schreiben können, du bist scheiße, aber sie hat es noch versucht. Ne, so. Und dann twittert er, ja, ich finde ja, die ist ja eine völlig überbewertete, also so eine völlig überbewertete Schauspielerin. Und denkst so, ach komm, halt doch deine Fresse. Ich finde es einfach so faszinierend, wie impulsiv er ist. Und was er sich halt einfach eigentlich als Präsident überhaupt null leisten kann, ist halt so direkt einfach so zu antworten oder zu twittern. Eigentlich müsste für jede Person, die irgendwie ein bisschen im Rampenlicht steht, solltest du, bevor du irgendwas in der Öffentlichkeit veröffentlichst, nochmal durchlesen und nochmal schauen und dann. Aber er macht ja so richtig so Affekthandlungen auf Twitter immer. Das ist richtig faszinierend und lustig schon fast. Wäre er nicht Präsident der größten Volkswirtschaft dieser Welt oder Umsatzstärke, irgendwie sowas, da ist die USA ja irgendwie irgendwas. Ich glaube, es war die größte America Volkswirtschaft first. Der Welt, oder? Ich verwechsel das immer, weil das heißt ja nicht unbedingt, dass die meisten, sondern die Umsatzstärksten oder so sind. Keine Ahnung, irgendwo war America auf jeden Fall. America first. Make memes great again. Yes. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich die Protestbewegung sehr inspirierend fand. Und das war cool. Genau. Keine Ahnung, ich finde es find's zu spät. Irgendwie, also ich meine, klar, es ist natürlich toll, dass sie da jetzt rausgehen und wow und Zeug, aber insgesamt hätten sie mal früher was tun sollen. Aber hey. Ja, was willst du denn tun? Ja. Gut, ich kann eigentlich nicht mal beschweren, weil ich selbst nicht wählen gehe, aber naja, egal. Ja. Damit hast du direkt schon irgendwie das Thema, was ich später noch habe, kaputt gemacht. Weil du so ein dummer Spasti bist. Du wohnst, ja. Du lebst in einem Land, das ist eigentlich schon fast deine Verpflichtung, das zu tun. Ja, ist es eigentlich auch. Kannst du auch einfach Briefwahl machen. Da müsste ich so viel lesen, mich erstmal irgendwie umschauen, welche Partei mir gefällt. Und am Ende sind es dann eh höchstwahrscheinlich nur die Piraten und die kriegen wieder nichts hin. Und, naja, somit
Keine Ahnung. Denn das ist ja jetzt die große, man kann daraus ja jetzt auch natürlich, und ganz von abgesehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass da jetzt noch irgendwas passiert in den nächsten 4 Jahren, dass er nicht, nicht bis zum Ende macht, irgendwie sagt, I'm out of here, kein Bock mehr, es ist mir zu viel Arbeit, ist scheiße. Oder was weiß ich, vielleicht auch andere Sachen. Das wäre echt interessant, weil ich bin am Überlegen, weil ich glaube, irgendwie würde sein Ego halt dagegen sprechen. Andererseits, glaube ich, hatte er eigentlich von Anfang an auch nie so wirklich Lust, das Ganze zu machen, sondern es war mehr so gewirkt wie so eine Schnapsidee von ihm. Somit könnte es natürlich auch sein, dass er irgendwann sagt, hey, nee, das wird mir zu blöd. Ja, das kann man nur hoffen, ne? Ja. Aber man muss natürlich auch aus dem, was da jetzt geht, lernen, denn dieses Jahr sind ja wir an der Reihe. Ja. Stimmt. Und ich war tatsächlich freudig überrascht, als ich letztens festgestellt habe, dass jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen neuer Wind hier reinkommt, eventuell, oder die Chance zumindest etwas erhöht wurde, denn die SPD hat Sigmar Gabriel quasi ausgetauscht, wenn du so willst, durch Martin Schulz als Kanzlerkandidat. Und das macht das Ganze natürlich wieder etwas interessanter, weil wir alle wissen, dass Sigmar Gabriel eh nicht gewonnen hätte. Und der das, glaube ich, auch nicht so richtig gewollt hätte. Und das war alles, stand unter keinem guten Stern und war einfach irgendwie eine Schnapsidee. Deswegen, Martin Schulz kann das durchaus machen, kommt aus Würselen oder so bei Aachen. Das Verrückte ist, ich habe auch Familienmitglieder, die daherkommen und so. Das ist ein bisschen crazy. Und weil das so ein Kaff ist, naja, egal. ja. Und vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie die Chancen da tatsächlich stehen, aber sie stehen auf jeden Fall besser als zuvor. Und deswegen könnte das tatsächlich doch nochmal ein wenig interessanter werden. Und dann haben wir vielleicht ja mal was anderes als Merkel. How crazy is that? Ja. Aber das eigentlich Interessante geht, finde ich, sowieso bei uns dann, das richtig Interessante bei den anderen ab, die in den Bundestag einziehen. Alle hoffen, oder ich hoffe zumindest, dass die AfD, das ist ja irgendwie klar, ne, dass die halt möglichst wenig bekommen. Ich bin gespannt, ob die FDP mal wieder irgendwas reißt und all solche Sachen. Das könnte interessant werden. Und es geht darum, Leute, geht wählen und wählt vor allem nicht die scheiß AfD. So einfach ist das. Und dann können wir zeigen, dass wir nicht so dumm sind wie die scheiß Amis. Ja, ist so. Ah, ja, wäre okay. Ganz praktisch, wenn die nicht drankommen würde oder auch im Generellen, auch bei den drüben da, eigentlich überall. Das Traurige ist, nach letztem Jahr, ich würde ja eigentlich sagen, ach, wird eh nicht passieren, man glaubt ja an das Gute in der Menschheit und bla, und dann hat man so ein Jahr wie letztes Jahr und dann denkt man so, fuck, ja, vielleicht, have to do something about it now, na. Act fast. Ja, naja. Kein Plan. Ich weiß, ich finde die ganze Debatte irgendwie, ich halte mich da raus im Großen und Ganzen, weil irgendwie... Du gehst schön wählen, ja? Ja, das werde ich vielleicht sogar tun, aber... Das solltest du. Ja. Muss man immer irgendwo irgendwie... Irgendwo gibt es nicht irgendwie so Wahlprogramme kurz vorm... Kannst Briefswahl beantragen und dann kriegst du das einfach zu dir geschickt und füllst es aus. Gibt es doch sicherlich so eine... Da musst du nicht Website. Mal irgendwo hingehen. Das wird zu dir ja, nach Hause gebracht. Ja, darum geht's ja nicht. Ich will ja auch irgendwas wählen, was ich wählen möchte. Das heißt, ich muss mich natürlich erstmal erkundigen und das braucht Zeit. Sonst da ins Wahllokal zu gehen, das ist nicht das große Problem. Das ist nicht so weit entfernt. Ja, also. Ja, also was? Ja, nimmst du dir halt mal ein bisschen Zeit und guckst dir das Parteiprogramm an. So langweilig. So, und dann fangen wir nicht an mit den ganzen, ja, aber ich finde ja eigentlich keine Partei hat Punkte, wo ich überall zustimme, ja, weil das wird es nicht geben. Ja. Man muss einfach das, was am besten das geringste ist. Übel. Ja. Richtig. Wobei, und dann fängt es ja auch wieder an, Parteien sind ja sowieso ganz schwierig, finde ich, weil es inzwischen wirklich krass ist, wie krass sich die regionale Politik bei vielen Parteien von der Landespolitik oder von der deutschlandweiten Politik im Bundestag unterscheidet, so, weil, keine Ahnung, das ist schon crazy, ja. Teilweise. Aber ja, ich blicke da ja mal, ich bin ja eh kompletter Noob, ich blicke da mal wieder nur halb durch, wie was irgendwie zusammenhängt. Solange der Horst die regiert, ist da alles im Nee, keine Ahnung, Politik.
Und generell so die ganze Sozialkunde, so Zeug, hat mich irgendwie nie so interessiert. Aber ja, mich interessiert es jetzt zum gewissen Maße natürlich, weil ich finde, dass das einfach so dazugehört und so. Aber mir geht es auch immer auf den Sack, wenn dann irgendwelche Leute, vor allem in unserem Alter, so Studenten, die sich dann plötzlich dazu berufen fühlen, super die Elite darzustellen und irgendwie, wir sind die Jugend, wir müssen jetzt hier krass sein und shit und bla und so. Und dann irgendwie meinen so, wir bilden jetzt hier irgendwelche Fraktionen und bla und machen gegen jeden Scheiß irgendwas und sind total kritisch und bla überhaupt. Und so. Und dann diskutieren immer und dann sagen, ja, unser System ist ja so scheiße und so, eigentlich müssten wir das Ganze umrollen und planen. What the fuck is going on? Ich glaube, sie fühlen sich exponentiell schlauer, je mehr sie das aktuelle System verabscheuen. Das ist so dieser, naja, aber solche Leute finde ich sind politische extrem, Hipster. Ich finde solche Leute, aber ehrlich gesagt auch privat, extrem schwierig. Wirklich super schwierig. Aber egal. Ja, sei froh, dass du nicht an einer staatlichen Uni bist. Da sind ja noch viel mehr von denen irgendwie. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Die dann immer so denken, so, ja, wir studieren an einer richtigen Universität. Wir sind so, und vor allem, wenn du Geschichte oder sowas studierst, weil das natürlich auch was damit generell, zu tun hat, ich, so in die Richtung geht, ne? Weil du beschäftigst dich natürlich auch mit Politik, zwar nicht mit der gegenwärtigen, sondern halt mit der vergangenen, aber es ist halt trotzdem Politik. Und dann ist das halt immer so. Weißt du, ich finde das immer total geil, wenn da wieder so ein geiler Moment kommt, irgendwie so, du hast so ein Seminar über England im Mittelalter und dann liest du so die allerersten Anfänge von demokratischen Entwicklung so dadurch, wo gegen das Königstum und bla und überhaupt und denkst so, wow, geil, epischer Scheiß und so, ne? Und dann kommen die Leute, ja, wir müssen heute auch mal wieder auf die Straße gehen und du denkst, ach, ja, okay, geht ihr mal. Ist kalt, mir ist, ach. Ja, weißt du mal, also das ist halt so, die stellen nicht richtig fest, wo man eine Grenze setzen sollte, weil es gibt Sachen, gegen die muss man vorgehen, klar. Und ich war ja auch schon auf einigen Demonstrationen oder solchen Sachen in meinem Leben, aber es gibt auch Sachen, ganz ehrlich, da muss man nicht immer irgendwie jeden Scheiß machen und irgendwie eine extreme Gegenposition bilden, sondern einfach mal ein bisschen auf einer gemütlichen Ebene diskutieren. Und auch nicht jeder, der eine andere politische Meinung hat als du, ist dann direkt irgendwie ein Spasti. Ja, das hasse ich ja eh, weil politische Diskussionen im seltensten Außer Fall Diskussionen Nazi, sind. Das ist wirklich, also es gibt, glaube ich, kein oder wirklich wenige Themen, die so schnell in einer hitzigen Schreierei ausarten, wie politische Diskussionen, was ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht ansehen kann, sind irgendwelche Talkshows, wo sie dann irgendwelche Gäste einladen. Da kommt es auf die Gäste an, muss ich sagen. Also Markus Lanz finde ich manchmal sehr entertained, weil ich weiß noch genau, da gab es mal eine Folge, das ist schon eine Weile her. Weißt du, das war so noch hardcore, das war, muss ja in 2015 oder so, vielleicht Anfang 2016 gewesen sein, noch hardcore Flüchtlingsdebatte und wie, was das auch mit den, was das ja auch, also bei den Kommunen und so, was die leisten und so. Und dann waren da halt verschiedene Bürgermeister auch und so, die haben dann gesagt, bla, und dann waren da welche aus dem Bundestag und so. Und dann aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstanden habe, saß dann noch eine der Mitbegründerinnen von Amorelie.de. Und das war so geil. Die haben alle so richtig hardcore diskutiert und zwischendurch hat der Markus Lanz dann die immer wieder was gefragt. Ja, also ich verkaufe Sexspielzeug. So ungefähr. Und das war dann immer so, okay, ja, gut, schön. Das war halt für diesen Beitrag. War sehr entertainend halt einfach irgendwie, fand ich. Ja, also keine Ahnung. Immer, meine Mom schaut ja sowas immer total oft und wenn ich reinkomme und dann merke ich schon, wie sich keiner gegenseitig ausreden lässt und alles in irgendeinem riesigen Geschrei und subtilen Beleidigungen durch die Blume ausartet, dann kriege ich innerlich schon wieder so einen Hass. In gewisser Weise höchstwahrscheinlich auch, weil ich mal bei irgendeinem so Diskutierwettbewerb war und deswegen halt irgendwie so mir grobe Diskutierregeln angeeignet habe und ich weiß nicht, also die achten halt da zum Teil nicht mal irgendwie auf die Basics schlechthin, was, keine Ahnung, aber egal. Vielleicht sollten wir ja gut zu einem weiteren Thema übergehen. Ja, wobei ich letztens, das muss ich da noch ganz kurz sagen, auch wieder so eine Diskussion hatte,
Das ist nämlich das genaue Gegenteil davon. Also es gibt ja Leute, die dann, oder da tendiert man halt vielleicht auch manchmal zu, ja, aber da, dass man dann hitzig wird. Dennoch finde ich es auch irgendwie mega sinnlos, wenn sobald eine Diskussion überhaupt erst anfängt, die Leute direkt quasi intervenieren und sagen, ach, es hat ja eh jeder eine andere Meinung, bla 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 bla. Weißt du, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass man seine Punkte darlegen kann und gegebenenfalls den anderen von seiner Meinung überzeugen kann, beziehungsweise ja. Oder halt auch nicht, oder was auch immer, ist ja völlig egal. Genauso wie man früher oder später einsehen wird, dass nicht jede hitzige Diskussion heißt, dass man irgendwie das andere gar nicht nachvollziehen kann oder denkt, boah, der ist aber ein Spasti, weil sonst, ja. Ne? Ja, ich mein, die Sache ist halt ist die, halt dass, glaube ich, 90% der Leute nicht ganz verstanden haben, wie sie andere dazu bringen, zumindest dass es zumindest eine Chance gibt, dass sie der eigenen Meinung glauben. Weil viele, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber es kommt mir oft so vor, Leute steigen ein in eine Diskussion so, ja, das ist meine Meinung, das ist die andere Meinung, übrigens, wenn du einer anderen Meinung angehörst, bist du scheiße. So, und jetzt hat er im Großen und Ganzen dich als scheiße beleidigt und erwartet, dass du seine Meinung glaubst. So, that's not gonna happen. Das ist wie, als würdest du irgendjemanden erstmal voll fett beleidigen, als Vollidiot bezeichnen. Und dann in irgendeiner Weise erwarten, dass er meint, dass er vielleicht jetzt deiner Meinung folgt. Nein, das wird nicht passieren. Er ist dann erstmal fucking sauer auf dich. Und egal, wie gut du argumentierst, er wird dich einfach hassen. Allein schon aus dem Grund, weil du ihn gerade eben fett beleidigt hast. Er wird dich einfach hassen. Und ja. So funktioniert Diskutieren nicht. Und deswegen fand ich auch zum Beispiel am Anfang diese komplette Flüchtlingsdebatte und alles so für einen Arsch. Weil es einfach nie Hassmodus in irgendeiner Weise auf irgendeine Einigung hinausgelaufen wäre oder auch nur in, also ich meine, die meisten Leute wollten ja eh sowieso nicht auf eine Einigung hinaus, sondern eher, aber du kannst nicht mal irgendwen überzeugen so, das geht einfach nicht, wenn du erstmal daherkommst und sagst, hey, ihr seid übrigens Hinterwäldler und Vollidioten und sonst irgendwas und wollt ihr nicht unserer Meinung angehen? Nein, so funktioniert das nicht, das ist basic human interaction, kommt schon. Naja. Zwischen, jetzt hatte ich gerade so einen schönen Satz. Verdammt. Zwischen AfD und Refugees Welcome war damals halt nicht viel. Ja. Sondern es war halt alles das eine oder das andere. Ein Mittelweg mit, wir nehmen einige auf, aber wir können auch nicht 50 Millionen Leute hier unterbringen. Gab es nicht. Ja, gibt es ja im Großen und Ganzen eigentlich noch immer nicht wirklich. Also, ja, wobei das jetzt natürlich relativ abgeflacht ist. So. Es ist irgendwie es hat sich halt, glaube ich, so in der typischen Medientrommel ein bisschen verloren, aber. Ja, gut, und man muss sagen, es ist zwar immer noch ein existierendes Problem, die sind ja jetzt nicht alle verschwunden, vor allem die, die auch schon die ganze Zeit dann einfach da sind. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass noch ganz so viele neue nachkommen, wie halt zur Hochzeit, meine ich. Aber gut, anderes Thema. Wir sind jetzt auch schon bei 20 Minuten angekommen und ich würde sagen, wir machen direkt mal eine kleine Pause, damit wir auch von diesem politischen Diskurs wegkommen und dann gleich mit was Neuem einsteigen können. Und wir haben es ja beim letzten Mal eingeführt, Songwünsche geben wir euch ja immer mit und da muss man noch zu was Neues sagen. Wir sind ab sofort auch, oder was heißt wir, diese Playlist ist ab sofort auch auf Spotify verfügbar. Den Link findet ihr dann auch in der Beschreibung. Könnt ihr dann auch einfach folgen und dann solltet ihr sie auch bei euch im Handy finden können und so. Dann könnt ihr die auch unterwegs ganz easy accessen, wenn ihr denn Spotify-Nutzer seid, so wie ich zum Beispiel. Genau, und da findet ihr dann auch die Second Tunes ab sofort. Und ich würde einfach mal sagen, geben wir jetzt beide einen Wunsch ab oder so? Ich weiß nicht, ich habe mir relativ, ja, weiß ich nicht. How können wir do you wanna do it? Okay, then I give you the first. Okay. First, yes. Aus aktuellem Anlass gefällt mir der Doom-Soundtrack sehr gut, weil ich Doom sehr viel gespielt habe und ich feststellen muss, dass der Doom-Soundtrack auch sehr geil ist. auf jeden Fall empfehlen kann ich nur vom Doom-Soundtrack das Lied The BFG Division, glaube ich, nennt es sich, oder nur BFG Division, ich glaube ohne The. Also BFG für Big Fucking Gun oder wie es auch immer, ich glaube heißt es irgendwie. Und sehr toll, also gefällt mir sehr gut. Passt vor allem super zum Spiel, das ja auch so ein schnelles,
ja, Action-Game eher ist, so wie es schon länger nicht mehr gewesen ist und oder es schon länger nicht mehr gab und kann ich nur empfehlen. Also macht ist sehr cool insgesamt. Okay, gut. Und dann habe ich heute mal ein bisschen was anderes, als erstes zumindest. Und zwar, ich glaube, das kennt auch vielleicht der ein oder andere, selbst wenn nicht vom Namen, dann vom Hören. Aber ich habe das vor einiger Zeit mal gehört, vor ein paar Jahren sogar schon, glaube ich. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst rausgefunden, wie das heißt. Und dann habe ich es halt in meine schöne Dauerschleife auf Spotify gepackt. Nämlich vom M83 Midnight City. Da kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr irgendwo abends mal weggeht oder so, macht euch das, haut euch den Tune vorher rein, yo. Und dann, das ist so ein bisschen, ja, Hipster-Elektro-Scheiße, glaube ich. So Good-Feeling-Vibes-Shit. So, keine Ahnung, wie Pumped Up Kids, wenn einem das was sagt. Gefühlt, weiß ich nicht. So in, irgendwie in die Soundrichtung geht das. Hört es euch einfach an, es ist in der Playlist. Ziemlich cool. Man kennt es gegebenenfalls vielleicht auch, weil das, glaube ich, auch in einigen Filmen oder so war. Und ja, toll. Und ich würde sagen, dann melden wir uns gleich zurück. Bis gleich. Zum Latecast. Der Latecast mit Silas und Arvid. Ja, und hier sind wir wieder beim Latecast 2017. Und zurück aus der ersten Pause. Ja, da ich jetzt hier anmoderiere, schätze ich, fange ich auch gleich mit dem ersten Thema an. Da wir vorhin auch mal bei Fernsehen waren, Fernsehen, muss ich dabei auch gleich fast mal bleiben. Ist immer dasselbe. Und zwar, kennst sicherlich Astro TV, oder? Das, wo sie immer die Karten mischen und so Zeug und bla. Ach so, ja, sowas. Karten legen und so. Ja, und da hatte ich jetzt gerade so, vorhin, wenn meine Ma hat so durchgezappt, während die hat, weil die ist halt im Wohnzimmer gewesen und ich bin halt rein, habe das Essen gemacht und bla. Und dann ist sie dort gelandet und dort war irgendwie sowas mit Engels, bla, Energien und was weiß ich. Und das war so cringy. Das war richtig schlimm. Da haben Leute angerufen, die hat nicht mal irgendwas getan. Die so, ja, okay, was ist dein Geburtsdatum? Und dann hat die gesagt, ja, es ist mein Name, bla, mein Geburtsdatum, okay. Und dann, ja, du bist jetzt in Gruppe 1 und du wirst am 31. bla die Energie spüren zwischen 17 und 18 Uhr, ciao. So ungefähr war das. So, what the fuck? Sie hat nicht mal irgendwas gemacht. Sie hat nicht mal irgendwie versucht, irgendwie so es zu pretenden. Oder es war einfach so richtig doof. Weißt du, die anderen legen wenigstens so irgendwelche Karten und interpretieren irgendwas. So, ja, okay, du bist jetzt in Gruppe 1. Das scheinbar, in Anführungsstrichen, wird dann im Nachhinein, was weiß ich, für die Gebete, keine Ahnung, ich habe keinen Plan, was da abgeht, aber auf jeden Fall konnte man da irgendwie so, mussten die dann mal sagen, ja, ich möchte die Energie, ich möchte dabei sein. Und dann scheinen die dafür die irgendwie irgendwas gemacht oder sollen scheinbar für die irgendwas machen, in Anführungsstrichen. Und dann soll die Energie kommen oder was weiß ich. Also ich fand es jetzt einfach so lustig, dass es so behindert war, dass es sogar mit Zeitangabe so, ja, zwischen 17 und 18 Uhr wird dich die Energie packen. Okay, und dann nächster. So richtig, so komplett ohne Effort, so gib mir dein Geld. Okay, danke. Weiter, nächster. Ja gut, das ist halt irgendwie alles so esoterische Scheiße, keine Ahnung. Habe ich noch nie verstanden, warum sowas existiert. Auch so, es gibt ja auch so komische Therapien oder so, wo die dann da überall ihre, wie heißen die nochmal, diese Winddinger und so eine Scheiße mit den Federn und Hängen haben. Ah, und dann meinen Chakras so, oder sowas, keine Ahnung. Ja, und bla, irgendwelche Glocken läuten die ganze Zeit und dann mit Nebelmaschinen da irgendwelche im Kreis laufen und sagen, oh, jetzt fühle ich mich gleich ganz anders, weil eine Nebelmaschine hier aufgestellt wurde. Ich meine, da tun sie ja wenigstens doch irgendwas. Da laufen sie im Kreis oder so und schlagen wenigstens irgendwie Zeit tot. Aber dort, es war einfach nichts, was wenigstens behindert. Es war einfach nur so, keine Ahnung. Sie hätten auch einfach gleich irgendwie nichts sagen, einen Fünfer abgeben können und wieder gehen. Just dropping da, bye. Ah ja, und da musste ich auf jeden Fall ziemlich cringe. Ich glaube, weißt du, es gibt so eine Skala und ich glaube, ganz oben an der Spitze, was cringe angeht, ist so ungefähr oder mit ganz oben ist das. Selbst Teleshopping oder dieses, wo du so Kreuzworträtsel lösen musst und so, ist nicht so peinlich, wie wenn du sowas, das ist, komm schon. Kreuzworträtsel? Ja, kennst du nicht die dann, wo dann irgendwie, was weiß ich, oder so diese typischen
Ich dachte, das ist eher diese so Gewinnspiele, wo sie dann irgendwie dann so, Wort erraten, so ein 3x3-Feld haben und genau. Dann musst du irgendwas erraten, was aber so, also was halt mega obvious ist, damit ja. Die Leute immer denken so, hey, das ist ja voll leicht, das weiß ich, gleich mal anrufen. Ne? Genau so, ja. Mit irgendeinem also, weißt du, das ist auch schon ziemlich peinlich, wenn du sowas bist, aber es ist noch nicht so peinlich wie so eine bist. Esoterik-Frau, die dann da irgendwie so Karten mischt, oder? Hey, das ist schon peinlich, wenn du sowas bist. Sowas bist. Ja. Weißt du, als erstes kommt Teleshopping, das ist noch schon peinlich, aber ist noch nicht so peinlich. Dann kommt dieses komische Kreuzworträtsel und sowas Zeug und Rätsel im Generellen und Gewinnspiele, es ist schon peinlich, es ist schon echt peinlich. Und dann kommt dieses Esoterik-Zeug, das ist dann die Krönung. Ja, das ist dann erreicht, dann bist du an der Spitze, hast es geschafft. Ja. Hast dich hochgeatmet. Ich glaube, das ist so eine Mutation. Du fängst erst an so als Teleshopping-Mensch und dann steigst du immer so Ränge auf, wie so in so einer Sekte, bis du irgendwann deinen Tetan findest oder so. Ach, da fällt mir jetzt auch wieder ein, dass... War das jetzt schon? Ich glaube, vor kurzem hat Domian tatsächlich aufgehört bei 1Live. Ja, das ist ja hier ein WDR1, ist ja ne? Westdeutscher Rundfunk und so, ne? Ziemlich krasser Radiosender hier. Wobei die in letzter Zeit, geht mir das ja wie gesagt, teilweise ein bisschen auf den Sack, muss ich ja sagen, weil die ganz schön viele neue Moderatoren eingestellt haben, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, aber die reden tendenziell viel zu oft über irgendwelche Hipster-Sachen und über irgendwelche Instagram-Profile und irgendein Gossip und so eine Scheiße. Gut, ich höre es jetzt auch nicht mehr so regelmäßig. Vielleicht hat sich das auch wieder geändert, war das nur so eine Phase. Wäre schön. Aber naja, egal. Früher waren die ein bisschen cooler. Trotzdem halt so der größte Radiosender in NRW. Und die hatten jahrelang auch neben dem Radio und so, hatten die abends oft so eine Nummer, wo du anrufen konntest und irgendwas erzählen konntest. Das Domian war halt ein relativ, den kennt man eigentlich, egal. Und dann hat er immer mit denen gelabert und da sind halt über die Jahre die krassesten Stories. Da hat mal einer, der in der Neonazi-Szene war, angerufen zum Beispiel und der da halt gerade aussteigen wollte, weil er gemerkt hat, das ist alles ein bisschen scheiße hier. Nur dann hat er erzählt, wie schwierig das doch tatsächlich ist, weil das so mafiaartig alles bei dem gefühlt war. Und das hat er halt einfach so da erzählt. Und das sind halt so krasse Stories. Und da hat halt jemand angerufen mal, der meinte, und das sind teilweise halt auch berührende Sachen, so, ja, ich habe nur 14 Tage zu leben, bin aber gerade bei 26 oder so eine Scheiße. Und dann rufen die sowas, ne, irgendwie. Das hat sich so auch so etabliert, dass tatsächlich öfter Leute anrufen. Und keine Ahnung, ich habe das jetzt auch nicht so oft gehört und verfolgt. Denke aber mal, dass da viele Sachen schon jetzt nicht irgendwie krass gefaked waren, so, weil das wäre ja irgendwie gegen den Sinn. Ja, und es war tatsächlich relativ krass, was da so passiert ist. Und der war auch eigentlich immer relativ sympathisch, so. Den mochten irgendwie auch alle so, die da intern waren und gearbeitet haben und fanden den immer krass. Und der hat jetzt, glaube ich, aufgehört. Damn. Und ging auch mega lange, dieses Ding. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 15 Jahre waren oder 25 sogar. Okay. Was halt das schon ist crazy tatsächlich ist. Ziemlich lang. Das ist halt lang, so vor allem in der Medienbranche, wenn du so lange sowas machst. Ja, und deswegen ist das halt krass gewesen, glaube ich. Aber vielleicht habe ich auch gerade Scheiße erzählt und dann haben wir uns nur noch mal die Leute belehrt, was denn Domian ist, falls ihr nicht aus NRW kommt. Ja, so wie ich. Ich kenne Domian nicht. Aber du würdest ihn auch nicht kennen, wenn er in Bayern wäre. Höchstwahrscheinlich, weil ich nie Radio höre, aber... oh Gott, hier ist eine Fliege. Jetzt ist sie weg. Oh Gott, hier ist eine Fliege. Ja, die sind gemein. Ich habe gerade gelacht und da wäre die mir eventuell in den Mund geflogen. Das wäre sehr lustig gewesen. Nein. Doch. Für mich nicht. Ah. Nichtsdestotrotz, wo wir gerade schon beim Medienbusiness waren, was ich noch kurz erwähnen wollte, war, dass ja vor kurzem der Deutsche Fernsehpreis mal wieder verliehen wurde. Echt? Und diesmal konnte man sich den gar nicht komplett ansehen, der war nicht im Fernsehen oder so, weil die das mehr so von wegen so Branchentreffen und bla und so, ne, sowas halt. Es gab wohl so eine Zusammenfassung irgendwie im ZDF,
also eine lange Zusammenfassung, so von einer Dreiviertelstunde. Aber das ganze Ding konnte man sich nicht ansehen. Und tatsächlich haben neben Jan Böhmermann und so, ne, der da auf die Bühne, also der hat jetzt schon den zweiten dann gewonnen, der aber auf die Bühne kam und meinte so, ja, vielen Dank für den Rechtsschutz vom ZDF und so. Na egal. haben auch die Rocket Beans tatsächlich einen Fernsehpreis gewonnen für irgendwie Moderation oder so. Und, sind die jetzt da eigentlich auch wieder alles so richtig im Fernsehen oder immer noch hauptsächlich nur auf Twitch? Ich meine, ich verfolge die ja tatsächlich auf YouTube halt. So. Aber, okay, aber weil die haben ja schon irgendwie wieder angefangen, scheinbar mit Game 2 oder so, hast du letztes Mal irgendwas geschickt? Ja. Und ich dachte, das vielleicht schon da auch wieder so eine richtige, also richtig im Fernsehen dann. Nicht nur nö, das läuft alles auf dem Sender von denen und dann hat Game 2 jetzt wohl auch noch einen eigenen YouTube-Channel, wo dann halt nur der Game 2-Content kommt. Ja. Und das läuft ja bei Funk und Funk ist ja seit ein paar Monaten gibt es das ja jetzt, ist von ARD und ZDF, auch über Gebühren finanziert, glaube ich, die relativ krasse, große App und Plattform und so, wo viele Sachen laufen, unter anderem halt Game 2. Das heißt, die haben da so einen Deal mit Funk und dann wird das darüber, läuft das darüber und das ist halt schon eigentlich eine krasse Geschichte. Vor allem, was läuft sonst so auf Funk? Also gibt es noch ein paar andere Serien so, die habe ich mir aber nicht alle unbedingt angeguckt, ich weiß nicht. Die eine läuft sowieso auch auf Rocket Beans, die heißt World of Wolfram. Das ist so eine Pseudo-Comedy-Serie, wo es so darum geht, dass ein Elf und ein Ork irgendwie in der WG mit einem WoW-Spieler wohnen und so eine Scheiße. Und es gab so ein paar Gags, die waren ganz witzig, aber dann war es teilweise auch sehr cringy. Es war, also, aber ich respektiere das schon, das ist schon okay. Also, gibt Schlimmeres auf der Welt, sagen wir es mal so. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht das Geilste. Und das Intro fand ich irgendwie cool, weil es war richtig sinnlos, so ein bisschen komische Musik und dann die ganze Zeit Wolfram, Wolfram. Richtig dumm. Und das fand ich dann wieder ganz entertainend. Aber gut. Ja. Ich hoffe, ich habe ja nur die eine Game 2-Folge gesehen da, die du mir geschickt hast. Ich muss sagen, die fand ich, war ich aber scheinbar den Kommentaren nach zu urteilen, nicht der einzige, relativ enttäuschend irgendwie. Also ich fand den Anfang echt schwer zu anzusehen, wo sie dann mit diesem komischen, ich glaube, es war irgendein Gag mit dem Namen von irgendwem, weil da dieser Hund war, Corgi oder so, und höchstwahrscheinlich heißt Ach, Krugmann. Nee, das fand ich, das ist halt, das ist relativ lustig. Immer wenn der ist, also die haben ja, Game 2 ist jetzt ein bisschen was anderes. Erstmal geht es natürlich länger, es geht so eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Und es ist natürlich, die Moderation ist, glaube ich, zumindest weitgehend live. Sprich, du hast dann immer einen Beitrag, der so wie früher Game 1 halt war, jedenfalls ein bisschen länger, weil die jetzt nicht mehr nur 15, 20 Minuten haben, so wie halt bei Game 1 immer, und das können die sich mehr Zeit lassen, jedenfalls. Und dann danach kommt dann jedenfalls der, der den Beitrag gemacht hat oder irgendwer, der dazu was sagen kann, nochmal ins Studio und dann labern die nochmal kurz dazwischen, also bis zum nächsten Beitrag ein bisschen über Thema XY halt, was da mit dem Beitrag zu tun hatte. Und das ist meistens eigentlich ganz cool. Und dann gibt es halt noch diese Community-Schiene, die dann halt der Krugmann immer macht und immer irgendwelche dummen Kostüme im Green an hat, finde ich relativ entertainend, aber man muss den Typen halt auch erstmal raffen, weil er so ein bisschen seine eigene Art hat. Aber ja, keine Ahnung, wenn man den, also wenn man den erstmal kennt und mag, dann ist das super nice. Allein dieses Neißenstein. Also ich fand es halt eine unglaubliche Stimme, da kam man irgendwie daher mit dieser hochgepitchten Stimme dann und ist dann irgendwie in irgendeine komische Fäkalhumor ausgeartet und nach der letzten Folge von Sniper Elite nicht sehen, du, also, das war die beste Folge, die bisher hatten, glaube ich, oder der beste Beitrag, Junge, Sniper Elite 4, und die haben die ganze Zeit nur irgendwelche Eierwitze gemacht und so, weil die meinten, man kann halt in Sniper Elite 4 ist ja wieder so wie immer Sniper Elite, du siehst dann halt auch so das Innere und wie alles kaputt geht und Shit und Schädel zusammenbricht und bla, wenn die Kugel den Kopf trifft. Und dann haben die halt die ganze Zeit so, man kann auch die Eier zerschießen und dann siehst du, ist egal. So, und dann haben die halt die ganze Zeit so dumme Peniswitze gemacht. Die teilweise halt auch irgendwie cool waren. Doch, es war schon irgendwie lustig. Es war so blöd, dass es einfach wieder geil war. Und keine Ahnung. Aber Game 2 finde ich allgemein relativ nice, dass es das jetzt wieder gibt. Und ich gucke das eigentlich auch, ich habe bisher jede Folge gesehen. Und die haben es tatsächlich weitgehend geschafft, auch wenn ich ein paar Sachen ein bisschen blöd finde. Erstmal manchmal kommt es mir so vor, dass sie noch ein bisschen straffer sein könnte, die ganze Sendung. Auch wenn die Zeit immer schnell vorbeigeht, sagen sie ja sehr, oh, die Zeit verfliegt, aber wie im Flug. Ja. Aber so, mir hat so die ganz ersten Folgen von Game One fand ich eigentlich immer am besten.
von der Zeit her, weil die 30 Minuten waren. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer 30, 35 Minuten relativ optimal. Dreiviertel Stunde finde ich schon fast ein bisschen zu lang, weil manchmal ist es dann komisch, aber gut. Und dann finde ich es halt noch schwierig, vor allem, glaube ich, für Leute, die das nur von früher kennen, dass es deutlich weniger mit den Leuten von früher ist. Das ist halt ein anderes Team, die natürlich auch im Rocket Beans Kosmos, wenn du die kennst, kennst du die. So, aber wenn du jetzt halt von Game One früher geguckt hast, dann jetzt mit den Rocket Beans nicht mehr so viel zu tun hattest und dann jetzt das guckst, dann kennst du viele davon nicht so gut. Ja. Beziehungsweise nur so halb, weil die am Ende von Game One auch noch da waren. Aber das ist dann alles so, und keine Ahnung, dann sind halt nur noch immer mal wieder die wirklichen Leute von früher da. Das heißt, die versuchen schon, zum Beispiel, wenn die machen dann wieder eine Doppelmoderation, zum Beispiel einen der vier Beans da reinzupacken, also was weiß ich, Buddy oder so. Ja, aber die andere Person, die da moderiert, ist halt eine der neuen Leute. Und ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ja, da ist halt auch diese eine, die ich finde die eigentlich mega sympathisch, aber wie heißt die nochmal? Lea Anna? Oder Len? Lea? Lea. Okay, keine Ahnung. Lara heißt sie, genau. Und ich finde die eigentlich echt sympathisch, aber die ist halt auch Synchronsprecherin und so, ja, und synchronisiert Games und so, ist alles schön und gut. Zum Beispiel, glaube ich, auch die deutsche Lara Croft in den letzten Tomb Raiders gemacht. Aber keine Ahnung, die Stimme von ihr, auch wenn sie es, glaube ich, nicht mit das nicht mit Absicht macht oder so, aber für mich klingt das manchmal halt so, wie so richtig so, aber ich bin fesche Synchronsprecherin, guck mal, wie toll ich sprechen kann. So. Oh Gott, okay. Und das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht. Aber und das Tolle ist natürlich, dass sie auch den Ingo, den alten Game One-Sprecher, wenn du den in den Beitrag packst, dann ist es halt schon so die halbe Miete. Ja. Weil sich das einfach, das hört sich einfach nach Game One an. Und wenn dann wieder irgendwie die Gags halbwegs gut geschrieben sind, dann ist alles super. Also allgemein auf jeden Fall coole Sache. Und ja, die haben halt mehr Freiheiten gefühlt als früher und manchmal gut, manchmal schlecht. So. Ja. Ich bin aber mal gespannt auf die Zukunft davon und vor allem auch, wie das so mit diversen anderen Sachen auf Rocket Beans weitergeht, weil eigentlich vergrößern die sich halt schon stetisch und so, aber ich weiß nicht. So, bei manchen Sachen verliert man halt, oder ich gelegentlich halt schon das Interesse, so. Und da muss dann vielleicht, also es gibt so ein paar Highlight-Formate, so, aber viele Sachen sind dann halt immer so, ja, nett. Und weiß ich nicht. Ist das dann natürlich auch schwierig, weil es ist immer noch dieser kleine Sender, der es halt auch am Anfang war. Und da kannst du jetzt nicht jede Sendung total krass machen. Ja, aber dass die halt vielleicht einfach noch ein bisschen höher schrauben, weiß ich nicht. Aber ich denke, das sollte auch machbar sein. Gut, gut, ja, ich gut. Schätze, damit haben wir eh schon wieder das nächste Segment, oder? Ja, mehr oder weniger. Kann man schon machen. Alright. Alrighty, so, was machen wir denn mal? Ich habe nämlich mehrere Songs aufgeschrieben. Oh shit, ja, oh Gott, jetzt bin ich wieder überfordert, weil ich mir wieder nichts zurechtgelegt habe, wie immer. Oh shit. Also ich weiß nicht, so oder so, wir haben ja dann noch ein Segment am Ende. Ah, ich habe so viele Sachen, es ist so schwierig. Ach komm, ich mache jetzt mal... Was? Es dauert vielleicht noch eine Minute, um das zu erklären. Ich denke mal, die meisten werden sie kennen. Ja, und es ist ja in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so, aber in den 2010er Jahren, ja, waren sie ja eine der populärsten Band und das hat ja schon Ende der 90er, also ganz Ende der 90er angefangen. Linkin Park. Und viele sind ja der festen Überzeugung, dass nur die ersten zwei Alben irgendwie geil waren und danach war alles scheiße. Was sowieso nicht stimmt, weil Minutes to Midnight auch noch ziemlich geil war. Aber okay, was ja das dritte Album war. So, dann kam das böse, böse Album, was alles zerstört hat. Nach Meinung vieler Fans, A Thousand Suns, yes. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn man dem eine Chance gibt und sich das ein paar Mal anhört, dass das mit das beste Linkin Park Album überhaupt ist. Und das, was danach kam, war ein bisschen krass poppig, aber da gab es auch noch coole Songs. Tatsache ist, dass Wretches and Kings von diesem Album
einfach total geil ist und dass ich das deswegen jetzt hier reinpacke und das auch auf YouTube gehen sollte, weil GEMA ja nicht mehr, ne, GEMA nach Hause. Genau. Und Ratchets und Kings ist einfach ein geiler Song, oder so ein bisschen, ich weiß nicht, das ganze Album ist sowieso ein bisschen weird, so, aber irgendwie auch ziemlich geil halt. Und ja, kann ich mir sehr empfehlen, auch dem ganzen Album nochmal eine Chance zu geben, wenn man das vielleicht noch abgestempelt hat von früher oder so. Alright. Ja. Ich habe tatsächlich mal wieder was, von was ich schon länger nicht mehr hatte, weil ich die an sich nicht mehr so oft gehört habe und früher, also jetzt auch nie wirklich oft, aber man, die meisten werden sie, der wird der Name höchstwahrscheinlich was sagen, speziell wenn man irgendwie so spielt oder sich Trailer ansieht oder ähnliches. Ich rede von Two Steps from Hell. Two Steps from Hell macht so epische Musik und Trailer-Musik und bla und Zeug. Ich habe sie ja längere Zeit nicht mehr gehört, weil sie dann halt viel auch so anderes, also nicht anderes gemacht haben, aber halt nicht so pure epische Musik, sondern mehr so balladenmäßig oder so nennt man sowas, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin kein Musikgenie. Jedoch habe ich letztens wieder ein Lied gefunden, das irgendwer in so einen Trailer-Mashup reingehauen hat, das mir sehr gut gefallen hat. Und das ist Children of the Sun von Thomas Bergensen komponiert oder so ähnlich. Und kann ich auch nur empfehlen. Es gefällt mir sehr gut. Mhm. Okay, hört mal rein. Playlist, wie gesagt, auch auf Spotify. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Jo. Nach der Pause. Latecast, ganz schön sick. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Latecast hier aus der Pause. Zum dritten und vielleicht letzten Teil dieser Sendung. Oh yeah. Oh. Dieses Podcast, diese Ausgeburt der Hölle. Ja, ich hätte noch ein casual-mäßiges Thema, so was ganz Lockeres. Ich hätte noch ein Rage-Thema. Okay, dann machen wir das locker mal zum Schluss, damit man mit einem guten Gefühl rausgeht. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, wie so oft. Der Fehler setzt sich schon aus mehreren Komponenten zusammen, woran man ihn gleich als Fehler erkennt. Okay, die erste Komponente, wo die meisten höchstwahrscheinlich schon denken werden, oh, warum hast du es getan? Ah, ich war involviert. Ich habe bei YouTube kommentiert. Okay, das ist ja an sich schon mal immer schlimm. Dann Nummer zwei, es war unter einem Video vom Bundeswehrkanal. Nö. Und Nummer drei, es ist semi-politisch. Und somit ist eigentlich schon der Abfuck vollkommen garantiert gewesen. Also du musst dir ein neues Profil machen. Die Benachrichtigungen sind für immer Fakt. Ja, und jetzt bekomme ich schon die ganze Zeit, weil ich habe auch die YouTube-App installiert am Handy, gefühlt, also heute jetzt gerade eben, vorhin war es sehr schlimm, alle 5 Minuten eine Benachrichtigung, dass wieder irgendwer irgendwas kommentiert hat. Und ich hätte es eigentlich mal wieder wissen sollen, dass ich es nicht. Das ist genauso, wie ich oft auch gern irgendwie unter irgendwelchen Spielediskussionen mich manchmal einlasse, was auch immer ein großer Fehler ist. Eigentlich alles, wo Leute in irgendeiner Weise mit Herz, in irgendeiner Weise, jetzt habe ich es, mit Herzblut dahinter sein können. Ist es eigentlich immer blöd, sich bei YouTube auch nur in irgendeiner Weise an irgendwelchen Kommentaren zu beteiligen. Aber manchmal juckt es mich so in den Fingern und dann kann ich es tatsächlich einfach nicht sein lassen und denke, ich habe dann einen schwachen Moment, ja, und tue es tatsächlich und kommentiere einfach mal und bereue es danach einfach wieder, weil dann Leute mit ihren höchstwahrscheinlich, also in gewisser Weise denken sie bestimmt das genau gleiche über mich, mit ihren behinderten Meinungen daherkommen, ja. Und dann nicht aufhören können, da irgendwelche komischen Argumente sich aus dem Arsch zu ziehen, die in meinen Augen natürlich alle kompletter Schwachsinn sind. Ja, ja, aber du musst doch auch überlegen, was für Leute den Bundeswehrkanal abonniert haben. Es geht sogar, der Bundeswehrkanal ist von Leuten abonniert, die Rekruten gucken. Ja, die Rekruten sind, glaube ich, relativ, ich weiß es nicht, ich habe es immer noch nicht gesehen. Aber ich muss sagen, dass ich sonst einen relativ positiven Eindruck vom Bundeswehrkanal habe, der sogar zum Teil echt so speziell das 60-Sekunden-Format. Ja, das hatten alle schon mal, bla bla. Ich finde den echt toll. Irgendwelche alten Panzer. Ja, und da haben sie ja einmal jetzt hier was war das Video? Das ging um die Ministerin, die nette Frau von der Leyen. Genau. Von der Leyen, ja, die Olle. Und was die so macht den ganzen Tag. Fand ich ganz interessant.
Ich glaube, im Video kam das auch nicht ganz so toll rüber, aber es hat tatsächlich irgendwie relativ faul gewirkt. Aber es war ganz lustig anzusehen, vor allem weil dieser komische Olli-Kerl, der, glaube ich, es kommt mir so vor, als wäre, glaube ich, Sachse oder sowas. Also so ein bisschen irgendwas Akzentmäßiges kommt immer wieder durch, aber ich kann es nicht ganz zuordnen. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, das wäre so leicht sächsisch, aber ich glaube, ich liege daneben. Und der ist an sich ganz, ganz charmant, auch wenn das insgesamt dieses ganze Format, was der da hat. Muss ich eigentlich noch eine geile Story erzählen gleich. Ja, okay. So ein bisschen amateurhaft noch ist, wo er dann auch direkt sich in den Kommentaren tatsächlich relativ ausführlich irgendein Medienverbund sich gemeldet hat, die, wo ich nachgesehen habe, scheinbar sonst nur Rap-Videos produzieren. Aber was ja zum Teil auch nicht schlecht ist, also manche Rap-Videos sind ja, ob man die Musik jetzt mag oder nicht, ganz gut produziert. Und die dann erstmal so gesagt haben, was sie denn alles anders machen sollen in Post-Production und bla und wo sie sich besser darstellen können. Und zwar war ganz lustig anzusehen. Also hat man natürlich dann auch dadurch dann nochmal extra gemerkt, dass das ganze Format schon auch so ein bisschen amateurhaft ist. Aber ich finde es eigentlich interessant. Also wenn ich in der Bundeswehr wäre, würde es mich tatsächlich reizen, diesen Medienteam da anzugehören, weil ich es doch ganz spannend finde. So. Ja, nee. Zu der Geschichte. Ja, sie sprachen über Sachsen. Und da fällt mir immer wieder diese eine Geschichte ein. Wir waren in Aachen, da studieren ein paar Freunde von mir, auf einer Studentenfeier. Und das war halt ein relativ krasses Event und so. Ne? Du warst da halt im Anzug und shit. Und 20 Euro und dann freisaufen, alle Cocktails, bla und shit. Also, es war ziemlich cool und das findet auch mehrere Mal im Jahr statt. Da waren wir vor kurzem auch nochmal, im November war das. Und es ist immer wieder gut und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Und das ist immer cool. Aber vor allem, weil wir halt auch mit der ganzen Mannschaft immer so dahin fahren, unsere ganze Truppe und so. Und das ist halt coole Sache. So. Aber ich glaube, wann war das beim zweiten Mal? Ja, genau, als wir das zweite Mal da waren, war dann irgendwie auch eine, die wohl aus Ostdeutschland kam. Da, so aus Dresden oder so. Und das hat man eigentlich gar nicht gemerkt, so wirklich, weil die halt einfach Hochdeutsch gesprochen hat. Und wir haben uns dann irgendwie mit der und noch ein paar anderen irgendwie so unterhalten. Und dann hat man die später nochmal wieder getroffen. Und wir waren so draußen. Erstmal, wir wollten halt frische Luft schnappen, ja, weil es da drin halt mega warm war in der Bude und so, ne, und mega laut. Und dann wollte man sich ein bisschen unterhalten. Und klar, wir waren ordentlich angeheitert, aber so. Und dann standen wir da halt rum, haben ein bisschen gelabert. Dann kommen die an. Hey, wollt ihr euch jetzt einen drehen? Und wir dann so, ja, nee. Und dann so, das ist okay. Ich habe damit kein Problem. Und so, ja, ihr wollt euch jetzt einrauchen. Und die ganze Zeit hat die darauf beharrt, dass wir jetzt kiffen wollen. Aber okay, wollten wir nicht, war alles so, ne. So, fanden wir halt relativ lustig. Und dann meinte sie halt irgendwann noch so, die hat dann stetig, auch über den Abend verteilt, ist uns das schon aufgefallen, immer mehr angefangen, dass ihr sächsischer Akzent durchkommt. Overkill war einfach, als die da irgendwann völlig betrunken meinte, na, ich meine, ja, immer wenn ich betrunken bin, fange ich an zu sächseln. Oh Gott. Und das, keine Ahnung, das ist halt einfach so geil gewesen. Naja, was ich eigentlich noch für Casual Stories haben wollte, bald ist ja in NRW wieder Volkssport angesagt. Karneval steht vor der Tür. Oh Gott. Und ja, Volkssport heißt Saufen. So. Und ich bin ja im Prinzip großer Karnevalsfan, wobei dieses Jahr nochmal ein ganz anderes Karneval wird als, ja, letztes Jahr war es eigentlich auch schon anders, aber da war es trotzdem noch ziemlich gebunden, weil Karneval halt auch immer so eine Sache war bei uns mit Schule verbunden. So, du hattest dann halt an Altweiber, das ist donnerstags, hast du um 11 Uhr Schule aus und dann ziehst du mit der ganzen Mannschaft los. Gegebenenfalls hast du vorher vielleicht auch auf dem Weg zur Schule dich schon getroffen und vielleicht auch schon mal ein kleines Schlückchen dir genehmigt vor der Schule. Aber das ist ja alles Theorie. Zur Praxis kommst du. Es gibt keine Beweise. Genau. Zur Praxis kommst du dann ab 11 Uhr. Und dann ziehst halt los
im Bus und wir waren, der Bus ist immer so voll und alle waren die ganze Zeit am Laola-Welle machen und scheiße und richtig laut und dancen im Bus und shit und was weiß ich, was da nicht alles abging, haben wir in einem Jahr tatsächlich den Bus kaputt gemacht. Der konnte einfach gefühlt nicht mehr richtig weiterfahren. Und so, der hat's mega, weil da so viele Leute drin waren und alle so richtig am Rumturnen waren und so eine Scheiße. Und dann haben wir es doch noch irgendwie zur Bahn geschafft, sind dann mit der Bahn nach Düsseldorf und dann fährst du halt da in die Altstadt und dann geht halt auf dem Burgplatz, für alle, die es kennen, der Shit ab. Oder in der, allgemein in der ganzen Altstadt geht Shit ab, aber so auf dem Burgplatz versammelt man oder haben wir uns immer versammelt. Da gibt's auch diese eine Ecke, wo halt so unsere Stufe und unsere Dings immer eigentlich rumgechillt haben. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich das erste Mal so, weil natürlich wir schon Abi hatten, ne, dass ja, einfach man sich dann hätte so treffen musste, ne, weil man halt schon Uni hatte oder so. Und dann ist man dahin und plötzlich standen da noch ein paar andere und dann haben sich da wieder alle versammelt und shit. Aber das hat sich halt so ein bisschen aufgelöst gehabt. Und dann ist man mehr so in kleineren Gruppen da rumgelaufen und hat natürlich, das ist nämlich das Geile, du triffst immer richtig viele Leute, auch Leute, wenn du die normalerweise treffen würdest, würdest du sagen so, ach ja, würdest du vielleicht Hallo sagen, ne? Oder so, wenn überhaupt, oder die denken, ach, der spaßt dir schon wieder, oder so, ja, aber wenn du die da triffst, das ist halt immer so, da sind alle gut drauf, alle haben Bock und dann sitzt du immer so, hey, ja, lange nicht mehr gesehen, krass, und dann erzählst du mit denen irgendeine Scheiße und dann gibt ihr dir einen Shot aus und so, das ist halt irgendwie total entertaining, du bist mega blau, es geht natürlich halt, wie gesagt, auch schon um 11.11 Uhr los, den ganzen Tag über und es, dir ist dann auch scheißegal, wenn es regnet oder halt nicht, weil es ist ja im Februar und da ist dann gegebenenfalls natürlich auch immer noch arschkalt und so, aber das ist irgendwie total, total cool. Gut, du musst natürlich Bock aufs Saufen haben. Wenn das nichts für dich ist, dann ist es natürlich nicht so geil, aber ja. Und andere Hochburg ist natürlich Köln neben Düsseldorf. Das sind ja so die beiden krassen Towns, wo das alles stattfindet. Und aber es ist, finde ich, eine ganz schöne Kultur jedes Jahr. Und dieses Jahr bin ich mal echt gespannt, weil jetzt ist es halt noch zerstreuter als letztes Jahr. Irgendwie, wir können jetzt nicht mehr da hingehen, wo wir immer waren. Das ist nämlich mein großes Problem. Also das beschäftigt mich. Oh. Wir können nicht mehr dahin gehen, wo wir immer waren wahrscheinlich, weil da jetzt die ganzen Leute sind, die jetzt halt auf unseren alten Schulen sind. So. Verstehst du? So, du wurdest halt verdrängt. Die junge Generation wird sich da jetzt breit machen und wir sind halt auch nicht mehr so viele, weil einige Leute halt eh weiter weggezogen sind zum Studieren, sowieso nicht kommen werden wahrscheinlich. Andere Leute währenddessen tatsächlich ja noch Klausuren schreiben, dann auch nicht können. Manche dann auch einfach keinen Bock mehr haben. Gut. Ne? Und ja, und dann ist das halt so, fuck. Ja. Ist ein bisschen vorbeigegangen. Ich hoffe, dass das noch mal ein paar Jahre jetzt irgendwie läuft, dass man sich da zumindest vielleicht auch in einem anderen Kontext noch mal zusammensitzt, auch mit Leuten, die man halt vielleicht sonst nicht sieht. Das ist nämlich das Tolle. Weil man ist ja, aber es gibt ja diese Art von Leute, die du eigentlich immer, mit denen du gut klarkamst und die du mochtest, aber mit denen du auch jetzt nicht so viel zu tun hattest. So, die du halt eigentlich nie siehst. Aber bei sowas siehst du sie dann. Und das findest du dann auch cool, reicht dann nach dem einen Tag zwar auch, aber das findest du währenddessen halt richtig geil. Und das ist halt immer schön. So, und sind ja sowieso noch deine richtigen Kollegen am Start und alle saufen, alle sind gut drauf, das ist einfach geil. Und das krasseste Karneval war immer noch 2014. Da ging es richtig ab. Das geht ja halt, das ist ja immer Altweiber, der Donnerstag bis tatsächlich zum Dienstag rüber. Die nächste Woche ist ja immer irgendwas in verschiedenen Formen. Und da war es tatsächlich so, jeden Tag Action. Durchgehend Action. Das war halt einfach ziemlich crazy. Also ich weiß bis heute nicht, wie wir das überlebt haben teilweise. Ja, und gut, letztes Jahr war auch krass, aber da war nur der eine Tag krass, weil da sind wir um 11 Uhr schon, weil wir keine Schule hatten, ne, sind wir schon um 11 Uhr da gewesen in der City. Ja. Und dann war ich tatsächlich bis 1:30 nachts unterwegs. Also das war ein langer Tag. Krass, okay. Ja, das ist schön. Ja, und dann brauchen wir nicht mehr irgendwer aus Bayern ankommen und sagen, ja, die Wiesn ist ja das Einzige. Ja, Die Wiesn ist es doch schon lange. Genau dieselbe geile Kultur, nur halt cooler. Ich weiß nicht, auf die Wiesn gehe ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich finde die, es ist
manchmal so ganz lustig, halt so durchzulaufen, so für den Flair. Aber ganz ehrlich, irgendwie so, bis man in irgendein Bierzelt reinkommt, ist eh so gut wie unmöglich, wenn du nicht schon gefühlt um 9 Uhr dastehst oder noch früher. Und dann ist es einfach nur sauteuer und unglaublich eng und alles und keine Ahnung. Also für mich hat die Wiesn sehr viel von ihrem Flair verloren. Und ich bin da eigentlich gar nicht mehr so gerne. Was ich da dann schon viel eher lustig finde, ist, dass man dann halt da irgendwie in ein Restaurant geht oder so und da einfach mal ein Bier trinkt oder was weiß ich. Einfach als Anlass nutzt oder was? So. Na. Ja. Ja, also ich, keine Ahnung. Aber denn Karneval hat halt nur den, also es hat halt eigentlich keinen der Nachteile, die du geschildert hast. Es ist natürlich auch ziemlich voll so in der Stadt. Aber ist jetzt auch nie so voll, dass du da jetzt stehst und direkt immer an jemanden aneckst oder so. Na, wenn du die ja gut, richtigen ich, Spots hast. Und genau, den Alkohol kaufst du ja sowieso vorher selber. Karneval von außen immer so super weird irgendwie. Ja, aber alle verkleiden sich als irgendwas und dann ist es halt. Du hast auch, guck mal, theoretisch, wenn du eine Person hast, die du nicht kennst, ja, was ja auch immer wieder vorkommt, wenn du betrunken bist, laberst du mit irgendwelchen Leuten. Ja, also manche Leute mehr als andere, aber, ja, aber es kommt mehr oder weniger trotzdem mal vor. Und dann hast du halt immer direkt schon einen Gesprächseinstieg, weil du einfach über das Kostüm reden kannst und dann schwingt die Konversation halt so weiter. Na. So, ich weiß auch noch auch so eine kleine Story. Irgendwie bist du mit jemandem zusammengestoßen oder so und dann fällt dir plötzlich auf, so die haben so komische kleine Kleeblätter, so aus Holz oder so ganz kleine. Dann so, hey, ich verteile Glück, willst du Glück haben? Ja, hier, danke. Und dann, never see them again. So weird. Und ich so, hä? Ja. Komischer Scheiß, okay. Ich weiß auch noch genau, und kurz danach kam dann irgendwie eine an, die meinte so, die hat mich aus irgendeinem Grund erkannt und war angeblich mit mir im Kindergarten. So, ne, und dann denke ich mir so, hä? Okay. Und währenddessen habe ich die wohl auch erkannt. Ich weiß bis heute nicht mehr, wer das war, weil meine Erinnerung natürlich auch verschwommen ist. Keine Ahnung, so richtig so, wen kann ich denn da wieder getroffen haben, den ich irgendwie, so richtig weird. Aber die hat halt Stories erzählt, die bewiesen haben, dass die auch in dem Kindergarten war. So, und dachte ich mir so, was ist deine Stalkerin? Ich fand's mega weird. Aber gut. Ja, aber Karneval ist schon cool. So, also klar, was man vor allem auch, glaube ich, wenn man nicht hier wohnt, immer nur mitbekommt, das sind diese Umzüge, die natürlich hauptsächlich für Kinder sind oder wenn du krasse Gesellschaftskritik machen willst und dann einen Umzug machst, wo Donald Trumps Gesicht als Arsch dargestellt ist oder so eine Scheiße. Das war fast so schlimm wie, was fast so wie vorhin mit aus demselben Kosmos wie die Rocket Beans. Ach so, okay. Ja. Naja. So. Okay. Ja, aber sonst mag ich das eigentlich echt gern. Bin mal gespannt, ob das dieses Jahr überhaupt was wird. Wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht. Weil das halt schon immer ziemlich cool war. Ja, und das ist halt so regionale Kultur, die ich eigentlich relativ geil finde. Und deswegen muss man da schön dingsen. Und keine Ahnung, du kaufst ja noch immer vor die schönen Shots. Und dann habe ich tatsächlich so zwei, die hat jede Sau gefühlt, aber hast du so zwei Gürtel, wie so ein Munitionsgürtel, wo dann in dem Ding so ein Shot drin ist und so. Oh Gott. Ist total geil, aber du darfst ja kein Glas mitnehmen in die Altstadt. Du wirst vorher vom Ordnungsamt oder von irgendwelchen Leuten, die da stehen, halt gecheckt, ob du Glas hast. Ah. Deswegen nehme ich inzwischen auch gar keinen Rucksack mehr mit, weil mir das eigentlich immer zu doof ist. Ja. Ich nehme halt nur diese Dings mit und vielleicht irgendwie so irgendwas unterm Kostüm und dann ist halt immer so, hast da deine Plastikflaschen, dann gucken sich das an, sagen, okay, und dann gehst du da durch. Was, glaube ich, auch ein richtig beschissener Job ist. Also, keine Ahnung, es tut mir jedes Jahr richtig leid, so, weil nicht nur, weil die anderen um dich herum alle irgendwie feiern oder so, sondern halt auch einfach, weil da vor allem, desto später der Tag ist, richtig viele besoffene Leute sind, mit denen du dich beschäftigen musst. Ja, und du halt nüchtern bist. Vor allem auch noch so super lustig in Anführungsstrichen sind. Naja, oder halt einfach super nervig und dumm und scheiße und aggressiv oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, ist das halt ein beschissener Job. Aber ich bin dankbar, dass die Leute machen. Und um jetzt vielleicht nochmal auf was Politisches zurückzukommen, tatsächlich ist ja so, dass irgendein Polizeipräsidium in Köln oder so jetzt an ein Flüchtlings- oder mehrere Flüchtlingsheime geschickt hat, dass sie den Flüchtlingen davon abraten, an Karneval teilzunehmen.
So, weil das ist natürlich halt auch ein krasses Event, da gehen Millionen Leute so im ganz NRW und so hin, gefühlt. Und es sind halt immer Menschenauflauf ohne Ende, dann haben die natürlich wieder Angst, weiß ich nicht was. Und so bin ich auch mal gespannt, wie da das Aufgebot dieses Jahr ist, weil ja, keine Ahnung. Und allgemein, das geht mir immer noch auf den Sack, dass sie überall meinen, vor allem in Münster, hier ist das relativ krass, weil ja hier auch Kasernen sind und bla und überhaupt, und hier ist auch das Landgericht und so. Überall Leute jetzt in Militäruniform rumlaufen oder so, oder in Köln sind überall Polizisten am Start, weil man sich ja dann so viel sicherer fühlt. Ja? Hm. Und nicht halt, du dir denkst, fuck, warum sind hier so viele Polizisten? Nein, das macht ja keiner. Also das, denke nicht an den rosanen Elefanten. Ja, es ist halt wirklich, das Lächerlichste war ja immer noch nach dem Anschlag, ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal schon erzählt haben, oder in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt, war bei dem kleinen Kack-Weihnachtsmarkt bei mir in meiner Heimatstadt, wo 60.000 Leute wohnen, ja, auf dem kleinen Kack-Weihnachtsmarkt, waren Polizisten mit SMGs unterwegs, wo du dir so denkst, erstmal war ist das da so gelegen, dass da ein LKW nicht einfach mal eben, da fährt eh kein LKW lang. Und wenn, kann er da nicht mal so eben eine reinwenden, so. Ja, ganz davon abgesehen, wie weird ist das denn? Wer sollte sich denken so, oh, ich nehme jetzt das Ziel heraus, das ist das perfekte Ziel, diese Stadt kennt jeder. Ja. So ungefähr, und denkst so, okay, wird keiner machen. Aber ja. Gut. Ich glaube aber vielleicht auch, dass es allein schon wegen der Publicity gefordert war, weil wenn dann keine Scheiße dort gestanden ist, das bringt wäre, gar nichts. Die tun ja immer bla und ja. Ach, ganz ehrlich, ich finde das halt auch einfach nur, du kannst es halt auch, finde ich, nicht richtig genießen, wenn du da so irgendwas ausgelassen machen willst und dann stehen da überall Ordnungshüter rum und so, weil. Ich muss sagen, ich lasse mich durch sowas gar nicht stören. Ich finde auch. Finde ich halt einfach nervig. Keine Ahnung, ich habe davor auch keine Angst, irgendwie hochgesprengt zu werden, weil die Wahrscheinlichkeit ist höchstwahrscheinlich genauso hoch wie vom Blitz getroffen zu werden. Und ich habe auch keine Angst, vom Blitz getroffen zu werden, somit. Naja. Ich finde, es ist halt einfach bei sowas nur ein bisschen trara da. Also. Ich kann es verstehen, wenn dann in Berlin Leute über irgendwie am Hauptbahnhof rumlaufen oder so, klar. Aber in irgendwelchen Käffern, das macht einfach keinen Sinn. Nein. Naja, gut. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt mal, vor allem, weil ich auch jetzt gleich los muss. Oh, okay. Ja, und gibt jeder noch einen Song ab. Sind wir jetzt auch bei einer ganz guten Zeit, ein bisschen über einer Stunde, ja. Und ja. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, welchen ich denn jetzt als letztes nehme. Ach ja, stimmt, den wollte ich ja sowieso unbedingt machen, weil ich glaube, das ist ein deutscher Künstler, der auch deutsche Musik macht. Oder sind es, glaube ich, auch wieder eine Gruppe eigentlich. Die ein paar vielleicht kennen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, so bekannt sind die nicht. Die waren aber auch mal bei Zirkus Halligalli oder so, glaube ich. Aber da diese kleine Band, die dann immer aus dem Schrank da kommt, wer es kennt, waren die, glaube ich, mal da. Aber daher habe ich die, glaube ich, auch kennengelernt. Heißen Thyssen. Ja. Thyssen Club. Naja, genau. Machen ja, aber heißen einfach nur Thyssen. Und die haben mehrere Tracks. Das Album heißt, was das Einzige, was die haben, Schuld, glaube ich, ja. Und da haben die ein paar coole Tracks drauf. Kann ich nur sehr empfehlen, dass ihr euch das mal anhört. Haben da auch so Humboldt und Hannibal heißen da zwei Tracks, die kann man sich auch mal gut anhören oder so. Aber den Track, den ich jetzt heute ausgesucht habe, heißt Ihr liebt mich jetzt und ist relativ nice. Die gehen so in die Richtung, ich weiß nicht, wenn man vielleicht die englische Band Hurt kennt oder so. Die machen das, wenn man die sich mal nacheinander anhört, die so vom Style her sind die ähnlich. Ja, aber gefällt mir ganz cool. Die Texte sind teilweise sehr nice, wirken manchmal ein bisschen weird auch, weil das alles so im ersten Moment sehr wirkt. Aber ja, wer so vielleicht auch ein bisschen auf Kafkaeske Sachen steht, dem könnte es gut gefallen. Oh, okay. Ja. Ich habe von Luha, wird das glaube ich ausgesprochen, also ich spreche es zumindest so aus, Blue Whale, was insgesamt eher so ein ruhigerer, atmosphärischerer Song ist, der mir letztens irgendwo auf Soundcloud begegnet ist und den ich sehr cool fand und dementsprechend hier natürlich gleich weiterempfehlen möchte. Ja. Mhm. Okay. Alright. Dann, gut, schätze ich, war es das von uns. Ich hoffe, ja, wie immer, ihr hattet Spaß beim Zuhören, beim
Latecast. Vergesst nicht, in die Beschreibung zu schauen. Dort sind viele tolle Links, unter anderem der Link zu der vorher bereits angesprochenen Playlist, wo auch diese Songs drin sind, die ihr dann eventuell hören könnt, wenn ihr interessiert seid. Genau. Also natürlich, wie sonst immer, wo ihr das Ganze als Podcast findet. Und ab sofort und, auf Spotify, die Playlist. Ja, wir müssen eh nochmal schauen. Vielleicht schaffen wir es, unseren Podcast auf Soundcloud zu bewegen. Genau, das wäre natürlich sehr fancy. Das wäre tatsächlich sehr cool. Und dann ist das nächste Ziel die Weltherrschaft auf Spotify. Ja. Ja, wer ist fest und flauschig, sage ich. bald kommen wir. Alright. Dann verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal und überlasse dir das letzte Wort. Ciao. Okay. Haut rein. Oh wow. Ja, was soll ich dir jetzt noch sagen? Keine Ahnung, irgendwie so. Schönen Tag, Abend, auch. Nacht. Seid cool. Bleibt fresh. Stay tuned.